das Circle Quiz mit Daniel Hock. Herzlich willkommen zum 45. Circle Quiz. Heute mal wieder in kurzer Hose, da die Hitze draußen wieder gnadenlos ist. Und da ich durch meine Watchtime weiß, dass die Aufmerksamkeit von unserer Zuschauer nur bis zu meiner Begrüßung reicht, der wichtigste Hinweis vorab. Heute in 2 Wochen wird es keine Sendung vom Circle Quiz geben. Dafür aber wieder heute in 4 Wochen und danach dann wieder ganz normal im ganz normalen Rhythmus. Und apropos gnadenlos, unser Kandidat ist das, wenn er bei Gefragt gejagt am Zuge ist auch, nämlich mit den Kandidaten. Und wir sind gespannt, wie es denn heute wird. Ich freue mich auf den Quiz-Doktor. Hallo, ich bin Thomas Kinne. Einige von euch werden mich vielleicht schon kennen, wenn ihr ab und zu mal Fernsehen schaut. Auf YouTube gibt es aber auch die eine oder andere Sendung, in der ich aufgetreten bin, nämlich als Kandidat in verschiedenen Quiz-Sendungen über die letzten 25 Jahre. Und in den letzten 2 Jahren bin ich jetzt auch Jäger bei Gefragt gejagt. Und vielleicht habt ihr mich da auch schon mal gesehen oder seht mich in Zukunft noch. Ich freue mich auf ein Gesicht aus unserer Region, Quiz-Experte Dr. Thomas Kinne. Grüße dich. Hallo Daniel. Servus. Grüß dich. Hallo. So, gerne hinsetzen, gerne Platz nehmen auf dem bequemsten Stuhl des Hauses. Ja. Sag ich immer gerne. Ja, deine Anfahrt war ausnahmsweise, so wie es eigentlich bei uns eher unüblich ist, nicht so weit. Ja, das stimmt. Ich wohne ja auch in Hessen, in Südhessen. Ja. Genau, das ist super. Die wichtigste Frage, die ich immer am Anfang stelle, ist, wie geht es denn? Gut, prima. Das ist wichtig. Ja, doch. Wunderbar. Ja, wir sind ja mitten in den Aufzeichnungen für die nächste Staffel von Gefragt gejagt. Ja, ja, erzähl doch mal, gibt es irgendwas, worauf wir uns freuen können? Also muss jetzt nicht irgendwas, ne? Aber nee, Details darf ich nicht verraten, aber genau. Ich glaube, es gibt einiges, worauf ihr euch freuen dürft. Ich kriege ja auch nicht alle Folgen mit, aber das, was wir so aufgezeichnet haben, war sehr schön und haben tolle Kandidaten wieder gehabt, spannende Chases und es wird auf jeden Fall eine lohnenswerte Staffel werden für die Zuschauer auch. Sehr schön, alles andere hätte ich auch nicht erwartet. Am 17.06. glaube ich geht's los, ne? Am 18. Dienstag, 18. Ja, genau. Dienstag? Ja, es, merkwürdigerweise, es hat irgendwie mit der ARD-Planung zu tun, es geht dann am Dienstag los, ja. Okay, warum auch immer, also Dienstag sind wir wieder jeden Vorabend um 18 genau, dabei. Genau, so ist es. So sieht's mal aus. So, und Gefragt gejagt ist ja längst nicht deine einzige Station im Fernsehen gewesen. Stimmt, ja. Erstmal, wo kommt diese Leidenschaft zu diesen Quizshows her? Also es ist ja schon was Besonderes, deine lange Liste an Teilnahmen. Ist schon ja. Ach, Leidenschaft, ich habe es halt immer, wie jeder, glaube ich, erstmal gesehen im Fernsehen. Also ich kann mich schon erinnern, dass in Schwarz-Weiß-Zeiten in den 60er Jahren, da gab es eine Sendung, in der immer Schulklassen angetreten sind, die 6-7 Gescheiten hieß das, oder es gab so ähnliche Sendungen, die alle noch so ganz, wie wir heute sagen würden, primitiv waren mit Täfelchen, wenn die Punkte dann irgendwie so auf Tafeln angezeigt wurden und mit Hand geschrieben und so weiter. Und das hat mich also wirklich als Kind fasziniert. Ich weiß nicht warum. Und ich habe immer versucht mitzuraten. Ich habe auch immer einen großen Wissensdurst gehabt und das hat sich dann irgendwie, beim Quiz trifft sich das ja. Also man hat einerseits, man denkt immer, man hat unnütze Fakten im Kopf, aber am Ende stellt sich heraus, ja, in so einem Quiz ist es dann doch ganz nützlich, dass man sich das mal gemerkt hat. Und als ich dann die Chancen geboten haben und ich habe irgendwann an der Uni mal einen Casting-Aufruf gesehen für die Sendung Riskant mit Hans-Jürgen Bäumler in 1990, 91 etwa. Da habe ich gedacht, okay, weil ich kannte die Sendung vom Prinzip her Jeopardy aus dem amerikanischen Fernsehen. Und dann habe ich gedacht, okay, das kann man ja mal versuchen. Und ja, damit bin ich dann auch gleich 1991 kläglich gescheitert. Und das gebe ich übrigens allen, die zuschauen und dann vielleicht irgendwie mal sich bewerben und auch in der Sendung auftreten mit. Man darf dich nicht entmutigen lassen. Also auch wenn man die erste Sendung verliert, wenn man da denkt, das war jetzt nicht meine glanzvollste Stunde, einfach weitermachen. Es gibt sehr viele Sendungen in dieser Art im Fernsehen, im deutschen Fernsehen und man kann sich immer wieder bewerben und das sollte man auch machen. Man sollte sich nicht entmutigen lassen. Es werden viele Kandidaten gesucht und daher sage ich immer nur bewerben, bewerben, bewerben. Irgendwann klappt es und irgendwann klappt es auch mit dem Gewinn, glaube ich. Und du warst auch, du hast gerade gesagt, bei den ganz großen Klassikern dabei, also Jeopardy, von den alten Klassikern bis zu den modernen Klassikern, Quiz-Champion, nochmal herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Genau, das hat danke. Erfolgreich geklappt. Ja, das hat geklappt, ja. Bis zur Gefragt, ja, gibt es denn eine Sendung, wo du sagst, da würde ich gerne nochmal teilnehmen, wo du noch nicht auf deiner Liste hattest? Ja, das ist immer der Klassiker, man wird ja immer auf Wer wird Millionär angesprochen. Ne? Das ist halt so, den meisten Menschen ist Wer wird Millionär als die Quiz-Sendung im deutschen Fernsehen im Kopf und man wird immer wieder darauf angesprochen, ja, du warst schon mal bei irgendeiner Quiz-Sendung, ja, aber warst du auch schon mal bei Wer wird Millionär? Und da muss ich leider sagen, nein, war ich noch nicht und wenn mich der Hai auch einlädt, dann bin ich gerne da.
Das schauen wir uns dann auch gerne an. Ich bin ja auch gerne mal dabei, aber das irgendwann wird es noch. Ich drücke dir auch die Daumen. Ich glaube, es gibt noch genügend. Wenn die so weitermachen, dann sind die auch in 10 Jahren noch da. Ja, ich denke mal, irgendwann ist mal jeder durchgecastet. Also daher, das kriegen wir alles hin. So, und mehr Fragen an dich habe ich dann im Interview. Das sehen wir am kommenden Mittwoch um 18 Uhr. Da dürft ihr euch freuen auf alle Zuschauerfragen, die ich bis heute bekommen habe. Da stellen wir die alle. So, jetzt aber erstmal zu den Spielregeln. Jetzt wollen wir wirklich zocken. Du siehst, du hast wie immer die 9 Wissenskategorien mit jeweils 3 Fragen. Ja. Wenn du sie alle 3 richtig beantwortest, bekommst du das Geld, was darauf liegt. Wenn nicht, dann, also wenn du eine Frage falsch beantwortest, ist die Kategorie aus dem Spiel. Ja. Dann bei einem Fragezeichenfeld bekommst du eine Kategorie zufällig zugewiesen. Und bei dem schwarzen Feld, unser K.O.-Feld, wie ich es gerne nenne, bekommst du auch eine Frage gestellt. Wenn du sie richtig beantwortest, spielst du weiter an der Stelle. Und wenn nicht, dann darf ich mich verabschieden? Okay. Dann wäre es das gewesen. Du hast auch noch einen Telefonjoker, den du einsetzen kannst, wann du möchtest. Irgendwann auf dem schwarzen Feld, auf irgendeine Wissenskategorie, ist völlig egal. Ja, ja. Das machen wir dann zu gegebener Zeit. Wenn es sonst keine Fragen mehr gibt, ja, aktuell? Okay. Nee, eigentlich nicht. Ich habe schon gesagt, mit den Telefonjokern ist schwierig, weil alle meine Freunde, die Quizzen, heute eingebunden sind und bei der Weltmeisterschaft sitzen und ich niemanden von denen anrufen kann. Müsste ich mal sehen. Naja, spielen wir mal. Mal das sehen. Gemein. Gut, dann darfst du gerne anfangen. Dann gehen wir doch zur ersten Kategorie. Ja. Und wir haben 6 gewürfelt. Warum ist die in der letzten Zeit immer als Erste? Naja, egal. So, Rot, Persönlichkeit und Hobbys. Frage Nummer 1. Ja. Es geht ganz einfach los. Dein erster gefragte Jagdauftritt war in 2018 am 15. Juli, 30. Juli, 15. August oder 30. September? Das ist jetzt bezogen auf mich. Die Ausstrahlung. Die Ausstrahlung. Die erste Ausstrahlung mit dir. Eine gute Frage, weil ich habe immer das war am, ich muss echt überlegen, weil ich habe die Aufzeichnungsdaten eher im Kopf als die Ausstrahlungsdaten. Oh, okay. Stimmt, das deckt sich nicht ganz. Ja, ich muss jetzt ein bisschen überlegen, weil da ist der Geburtstag meiner Frau drin, da weiß ich, dass das auf keinen Fall der Tag war. Dann hatten wir am, wann lief die Staffel? September ist auf jeden Fall zu spät. Das ist irgendwie zwischen B und C. Ich bin ja ziemlich spät in dieser Staffel eingetreten. Richtig. In das Ganze. Dann war das noch. Sag mal, 30. Juli. Sagen wir? Ja. Okay. Dann darf ich dir sagen, es ist der 15. August. Ach doch, der 15. August. Ich war zwischen den beiden. Habe ich echt nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Das war okay. Schade. Nicht so schlimm. Ja. Wir haben ja noch genug Kategorien, wo man sein Wissen. Das sind ja meine eigenen, die ich eigentlich wissen muss. Wir haben ja noch genug Kategorien, wo man sein richtiges Wissen zeigen okay, kann. Okay, okay. So. Ja. Dann darfst du auch. Achso, ich darf, genau. Ja, du darfst einfach weitermachen. Ja, ja. Und mit einer 3 geht's zu Natur. Und Tiere natürlich. Nummer 1. Gern genutzte Nutztiere sind Raraber, Ramerikaner, Rieren oder Rinder? Rinder. Ja. Da brauchen wir nicht lange drum herum reden. Ja. So sieht's mal aus. Gut. 3. Oh, oh. Siehst du, da geht's schon los. Oh, oh, oh. Ja. Na gut, Frage 1. Ist ja noch machbar. Ich bin in der falschen Kategorie. So. Wie viele Handschläge gibt es, wenn sich 10 Leute treffen und jeder jeden per Handschlag begrüßt? 40, 45, 90 oder 99? Also wenn sich jeder... So, jetzt Mathematik. Gut, das ist dann... der erste gibt 9 anderen die Hand und der zweite gibt dann ja nur noch 8 weiteren Leuten die Hand, weil er schon dem ersten die Hand gegeben hat. Dann ist es immer 9 plus 8 plus 7 und so weiter. Das wäre dann in der Summe 45. Vollkommen richtig gerechnet. Wunderbar. So. 2. Stimmt's.
unserer Behauptungen. Behauptung 1. Deutschland belegte beim Eurovision Song Contest 2019 den drittletzten Platz. Das ist falsch, weil das nochmal korrigiert wurde. Es war dann der vorletzte Platz nach der endgültigen Fast. Zahl. Das haben wir natürlich mitbekommen. Ja. 6. Wir machen einen weiten Sprung. Zur Natur, so wie es aussieht. Mhm. Und damit zur zweiten Frage. Hinter der Bezeichnung türkisch wann oder wenn verbirgt sich eine Katze, ein Vogel, eine Echse oder ein Fisch? Türkisch wann? Das ist ja. Das ist eine lustige Schreibweise. Also bei diesen ganzen Arten von. Ich weiß, dass es bei Hunden und Katzen unheimlich viele Varianten gibt, bei Fischen auch. Vögel und Echsen glaube ich eher weniger. Also, was könnte es da geben? Ich kann mit dem Wort Fan überhaupt nichts anfangen, was das, okay. Was das soll. Also ich gehe jetzt einfach mal auf die wahrscheinlichste Antwort. Meiner Meinung nach, die meisten Varianten gibt es bei Katzen und da würde ich sagen, Katze. Dieses Tier wird nicht nur türkisch Wan genannt, sondern auch türkische Katze. Okay. Passt. Oder auch Schwimmkatze und ist eine seltene Katzenart aus dem Osten der Türkei. Okay, gut. Habe ich wieder was gelernt. Wunderbar. 5. Diesmal weit dran vorbei. Ja. Und wieder bei unseren Behauptungen. Mhm. Behauptung Nummer 2. Maulwürfe halten Winterschlaf. Na, ich glaube, die haben da so eine Winterstarre, aber keinen Winterschlaf. Ich würde sagen, nein. Auch das stimmt. So, es läuft. 4. Jetzt sind wir bei der Musik. Okay. So, Frage Nummer 1. Sind die Spieler des FC Bayern in der Kabine eingeschlossen? Wollen die Frieda Gold, Silbermond, Münchner Freiheit oder böse Onkels? Also, ich hoffe, das ist jetzt die einzige Fußball- und Musikfrage heute. Nein, oder zumindest die einzige Fußballfrage ist die Münchner Freiheit. Da wollen die Münchner Freiheit, ja. Ja, natürlich. So. 3. Da war wieder der kreative Part von mir am Werk. So. Allgemeinwissen, das ist die erste Frage. Das Buch Feuchtgebiete schrieb Charlotte Pingu, Snicker, Duppel oder Rocher? Nein, ich würde sagen, das schrieb Charlotte Roach. Jawohl. So auch richtig ausgesprochen, ja. Natürlich. 4. Oh, guck mal da, so schnell geht's. Wir spielen die letzte Frage von Stimmt's. Die erste patentierte Waschmaschine wurde von einer Frau erfunden. Stimmt das oder stimmt das nicht? Also für das Patent der Waschmaschine... Nehmen wir schon mal das Geld für die Entscheidung. Waschmaschine. Da ist natürlich auch die Frage der Waschmaschine, also irgendwie eine automatisierte Art des Waschens. Mhm. Ist ja nicht unbedingt jetzt eine elektrische Waschmaschine oder so, das ist einfach eine Maschine, die, also ich glaube, unter Waschmaschine hat man auch schon Maschinen verstanden, die mit der Kurbel betrieben wurden, in die dann irgendwie Wäsche eingegeben wurde, die dann halt nicht mehr mit der Hand ausgebrungen werden mussten und so weiter. Also, es geht um das Jahr 1691. Ja, okay. Schon ein paar Tage her. Ich hatte das schon weit zurückdatiert, weil ich dachte, also man darf jetzt nicht den Fehler machen, eine Waschmaschine ist jetzt eine Waschmaschine nur im modernen Sinn. Genau. Das war so irgendwie mit der Handkurbel. Es ist jetzt blöd, man kann jetzt sagen, okay, ich tappe jetzt in die Falle und sage Klischee hier.
Aber es geht ja darum, dass auch in dem 17. Jahrhundert dann sehr viele Frauen eben die Wäsche gemacht haben, auch in großen Mengen, vielleicht in Wäschereien und so weiter, nicht nur im Haus. Und dass da durchaus eine Frau auf die Idee kam, das kann man besser machen. Also ich würde jetzt einfach mal behaupten, ja. Das stimmt. Ja, das stimmt. Okay. 1691, erfunden und patentiert von John Tizak. Ein Mann. Doch, ein Mann. Ja, das passt gar nicht zum Klischee. Das nee, ich dachte das auch nicht wegen des Klischees, sondern einfach, weil es um die Zeit auch viele Frauen gemacht haben. Ja, insofern ja stimmt. Wenn hätte man ja eine Frau sagen können, okay, ich überlege mir jetzt eine Lösung dafür. Also ja, das, wär, ja das war das frühere typische Familienbild noch. Aber es gab ja auch diese, ich kann mich so an Filme erinnern, wo es große Wäschereien gab. Ja. Und ich glaube, in Les Miserables und sowas gibt es auch kommt auch eine Wäscherei vor und so. Und da arbeiteten halt auch Frauen. Und wenn die dann gesagt hätten, es geht auch einfacher, ja, hätte ja durchaus sein können. Gut, dann machen wir. Schade! Ja, schade. Spielen wir die nächste an. Mhm. Und zwar das Fragezeichen. Okay. Das ist an sich keine Kategorie, aber wir springen zu einer. Nämlich zu Medien und Promis. Juhu. Nummer 1. Auf einem Militärgelände findet ein bekannter Comedian womöglich Dieter Nuhr, Mario Barth, Kaya Jana oder Paul Panzer? Auf dem Militärgelände Paul Panzer, würde ich sagen. 1. Natur. Auch da sind wir bei der dritten Frage. Die Differenz zwischen dem offiziellen weltweiten und deutschen Hitzerekord beträgt 11,4 Grad, 16,4 Grad, 21,4 Grad oder 26,4 Grad Celsius. Ja, man könnte ja einfach sagen Kelvin, das wäre die Einheit ist ja die gleiche. Ach so. Ja, also die wenn es um die Differenz geht, ja. Der deutsche Hitzerekord habe ich jetzt nochmal irgendwie gehört, der liegt bei der lag irgendwie bei 38, 39 oder so ist der offizielle Rekord, also der ist gar nicht so extrem hoch. In Deutschland jetzt? In Deutschland. Mhm. Weltweit habe ich auf jeden Fall schon deutlich höhere Temperaturen auch selbst erlebt. Death Valley und so. da kann man schon mal Spiegeleier auf der Motorhaube backen. Jetzt ist die Frage, aber... Oder die Schwiegermutter loswerden. Ja, also ist der weltweite deutsche Hitzerekord. Wo könnte jetzt... Also Death Valley ist ja schon mal einer der Orte, wo es mit am heißesten wird. Mhm. Wenn ich jetzt 11 Grad draufschlage, dann bin ich ja schon bei 50 Grad. Ja. 56 Grad ist schon sehr hoch. Also C und D würde ich eigentlich ausschließen. Da sind wir in Gebieten von... Das wären dann um die 65 Grad. Ja, 60, 65 Grad. Also das glaube ich nicht, dass es die in der Natur irgendwo, dass die in der Natur irgendwo gemessen worden sind. Es geht ja immer bei Hitzerekorden um die Temperatur im Schatten. Also es geht ja nicht um... Ja. Und die halt offiziell... Die offiziell gemessen ist, ja. Death Valley. Ich würde mal, das klingt dann vielleicht überraschend, aber ich würde da vielleicht auf die niedrigste Variante gehen, auf A. Ach, auf A. Ich kann das ja spannend machen. Fällt mir gerade ein. Ich würde mal sagen A. 11,4 Grad. Ja. Gut. Der deutsche Rekord zuerst, das war 2015 in Kitzingen mit 40,3 Grad. Ja. Und du warst örtlich schon richtig in Death Valley. Ja. Da war der Rekord aber bei 56,7 Grad. Doch. Das heißt, es ist B. Ist doch B. Schade. Okay. Schade. So. Ja. Ein lustiger Fakt, in der Antarktis war der Hitzerekord bei 19,8 Grad. Wow. Ja.
So, aber auch 1982, das ist auch schon wieder eine Zeit. Ja, ja. Wobei, also jetzt, wenn der Klimawandel ein bisschen voranschreitet, denke ich, dass wir da neue Rekorde messen können irgendwann. Glaube ich auch. Hoffentlich nicht, aber... kommen wir wahrscheinlich in Deutschland näher ans Death Valley ran, wenn es dann schrumpft. Gut, ja. So, jetzt sind wir aber bei weltweit. Okay. Und in der allerersten Frage. Ja. Schaut ein weltberühmter fiktiver Boxer bei einer großen nordamerikanischen Bergkette vorbei... Besucht Rocky die Rockies, Alpe die Alpen, Karpat die Karpaten oder Atlas die Atlanten? Dann würde ich erst mal sagen, Rocky die Rockies. Ja. Schon wieder Nordamerika. So, 4. Ja. Und da sind wir jetzt wieder bei Medien und Promis. Mhm. Frage Nummer 2. Die erste Staffel von Deutschland sucht den Superstar. A. Begann in einem November. B. Hatte nur männliche Finalisten. C. Gewann der Sieger mit über 50% der Stimmen. Oder D. Wurde von einer Person moderiert. Eieiei. Also gar nicht meine Sendung. Muss ich mal überlegen, wie das, und vor allen Dingen, wie das anfing. Das ist so sehr... So ich habe natürlich irgendwie am Rande, habe ich das schon mitbekommen, was da so... alles damals lief. War das noch was Besonderes und was Neues. Ja, ja, das war auch die Art von Castingshow, das gab es ja noch gar genau, nicht. Genau, genau. Ja, aber es hat mich einfach nicht so interessiert und vor allen Dingen nicht über Wochen das mitzuverfolgen. Ja, wenn ich jetzt irgendwie die Finalisten zusammenbekäme, könnte ich da so ein paar Sachen ausschließen. Männliche Finalisten. Also ich gehe mal einfach so vom Gefühl her. Im November anfangen wäre jetzt nicht so, ich weiß gar nicht, wie die im Moment laufen, aber es wäre jetzt gar nicht so absurd, im November damit anzufangen, weil man im Winter mehr Zuschauer erwartet, so über den Sommer wäre das vielleicht irgendwie... Also ich könnte sagen, die letzte Staffel begann im Januar. Okay, gut, ja, aber ich würde es jetzt nicht für absurd halten, wenn die im November angefangen hätte. Männliche Finalisten, da denke ich mal, da hätten die vielleicht irgendwie schon... gegen gesteuert, wenn ich das abgezeichnet hätte, weil das nicht so spannend ist. Eine Person mit moderiert, ich weiß, dass es da immer so ein Moderatoren-Duo gibt. Und das. Ach, dazu kann ich sagen, dieses Jahr hat es nur Oliver Geist moderiert. Ach so, okay. Vielleicht habe ich auch mit einer anderen Sendung verwechselt, die so ähnlich ist. Aber ich glaube, das waren damals... mir schweben da so ein paar Namen vor, aber ich will da auch nichts Falsches sagen. Aber ich glaube, das waren zwei. Ob der jetzt mit über 50% der Stimmen gewonnen hat, der Sieger. Da muss ich irgendwas raten. Dann. Das wäre sogar, da muss ich mal auf meine Schulter klopfen, oder weiß nicht, ob man da wirklich auf meine Schultern klopfen kann bei sowas. Das wäre eine Frage, die ich gewusst hätte. Okay. Ausnahmsweise. Ja. Also ich habe mir irgendwann mal auch vor solche Quiz-Sendungen, habe ich die Liste der Sieger mal gelernt, aber die habe ich jetzt auch nicht mehr im Kopf gehabt. Also da hätte ich so ein paar Namen, wie gesagt, die sind jetzt auch nicht präsent. Da weiß ich jetzt auch gar nicht, wenn ich jetzt wüsste, dass eine Frau gewonnen hat, dann wäre ja B von vornherein nicht dabei. 50% der Stimmen. Ich glaube auch einfach, ich weiß, sie ist nicht ausgeschlossen, aber von der Logik her denke ich mal, die es bis ins Finale geschafft haben, die haben alle so ihre Fanbase gehabt, immer, und da waren auch genügend andere dabei, also das sind ja immer, glaube ich, dann drei Finalisten, und dann wäre 50% absolute Mehrheit, wäre unwahrscheinlich. Ich sage jetzt einfach mal, begann im November. Ja. Gut, machen wir. Ja, so. Machen wir. So. Also, hatte nur männliche Finalisten, ist es schon mal nicht. Mhm. Das war nämlich Alexander Klafs damals, der hat gewonnen. Daniel Kübelböck und Julia Topmann. Ah, okay, gut. Die ersten beiden hätte ich sogar noch vom Namen her, die sagen mir was. Ja, aber Kübelböck war ja leider letztes Jahr. Und Alexander Klafs weiß ich, das ist ja der Tarzan, später im Musical gespielt hat und so weiter. Der ist ja aktiv, immer mal wieder in den Medien präsent. Genau. Mhm. Genau. Ja. Mit den 50% stimmt auch nicht. Mhm. Der hat damals mit 40,5% der Stimmen gewonnen. Ah ja, okay. Mhm. Und damals wurde Deutschland sucht den Superstar moderiert von Carsten Spengemann und Michael Hunziker. Das heißt, alles richtig? Gut, okay. Ja, genau, ja. Ja. Die Moderatoren, jetzt wo du sagst... Dann war es ja ganz lange, war es dann Marco Schreil, dann hat Nasan Eckes mit Raul Richter mal moderiert. Nasan Eckes, die waren ja auch noch präsent. Genau. Und jetzt seit, ich glaube, 5 Jahren moderiert es Oliver Geissen. Ach so, der macht das allein jetzt? Der macht das allein. Okay.
3. So, jetzt werden wir wieder ein bisschen bestraft. Mit der zweiten Frage vom Schwarzen Feld. Ja. Aber ich glaube, das kriegst du hin. Okay. Fraport ist eine offiziell genutzte Abkürzung für Deutschlands größten Flughafen, Österreichs größtes Frauenhaus, Frankreichs größten Hafen oder Italiens größtes Frachtschiff? Ja, ich glaube, da bin ich vorbeigefahren. Vorhin, das ist A. Das ein oder andere Mal. Ja, ja, also, drin, genau. Natürlich. Ja, ja. So sieht's aus. So. 1. Oh, da waren wir auch noch nicht. Macht und Recht, die erste Frage. Ja. Die Briten wählten bei der Europawahl ihre favorisierte Feier, Fest, Zusammenkunft oder Party? Ihre favorisierte Party. Yes. Wobei ich gar nicht weiß, was die noch wählen, so, aber ja. 3. Technik. Frage Nummer 1. Mhm. Sitzt man auf der Toilette und hat Halluzinationen, bekommt vielleicht sogar der Stoßfänger, Motorhaube, Fahrersitz oder Kotflügel. Okay. Was hast du denn da geraucht, dass du dir die Frage ausgedacht hast? Der das Kotflügel. Würde ich öffentlich nicht sagen wollen. Der Kotflügel. Ja. Gut. So, diese Frage hat nie existiert. Weiter geht's. Schneiden wir nachher raus. 4. Fragezeichen, gut. Mhm. Medien und Promis, das dürfte die dritte Frage sein. Okay. Wenn ich nicht ganz blöde bin. So sieht's aus. Es geht wieder um Fernsehen. Mhm. Das TV-Format Who Wants to Marry My Son, in Deutschland bekannt als Schwiegertochter gesucht, ist ursprünglich erstmals gestartet in England, in Belgien, in den Niederlanden oder in den USA. Ja, okay, das Format hat einen englischen Namen. Die Frage ist jetzt natürlich, ist es unter dem Titel gestartet? Ist das sowas, was du dir anguckst? Nein, okay. Wirklich nicht. Also ich kenne diese Sendung nur durch Stefan Raab, durch die Ausschnitte, so, die in TV Total sozusagen wiederverwertet wurden. Dadurch ist mir einiges bekannt, also da würden mir auch einige Namen kämen mir bekannt vor, genau wie bei Bauer sucht Frau oder so, weil das irgendwann schon mal aufgetaucht ist da. Aber das mir stundenlang anzusehen, nein, habe ich noch nicht gemacht. Nichtsdestotrotz, also gut, die Frage ist jetzt, Belgien würde ich jetzt erstmal ausschließen, ich kenne nicht viele Formate, die aus Belgien kommen. Mhm. Niederlande ist natürlich sehr aktiv durch Endemol und so. Und die vermarkten ihre Formate ja auch weltweit und dann vermarkten die auch unter dem englischen Namen. Mhm. Deshalb gehe ich jetzt davon aus, dass das jetzt so der Vermarktungsname ist und nicht unbedingt darauf hindeutet. Also der wäre sicherlich in Niederlanden unter dem niederländischen Titel gelaufen, aber deshalb, ja. Und die Produktionsfirma, kann ich dir ja sagen, ist es von Warner Bros. Es ist von Warner Bros. Ja. Ah, okay. Jetzt weiß ich auch, dass Warner Brothers aber auch Formate aus den Niederlanden hier in Deutschland produziert. Hm. Ich bin sogar von Warner Brothers mal angerufen worden, weil ich irgendwie auf der Liste stand, da haben wir vor, ob ich irgendwie da eine Schwiegertochter gesucht habe. Nein. Ja, ob ich da jemanden kenne oder meine. Nein, ich sage, ich habe gar keinen Sohn, ich kann keine Schwiegertochter suchen. Es ist aber wirklich mal. Ja, aber andere Sendungen nehme ich gerne, aber Schwiegertochter gesucht. Eher nicht. Stark. Das macht man nur, wenn man arge Geldnot hat. Ja, das würde ich auch sagen. Na, ich frage mich auch immer, was geht denn den Müttern vor, die für ihre Söhne eine Frau suchen? Ja, ich frage mich immer, wer bewirbt sich da? Bewirbt sich da eher die Mutter für das Kind? Ja. Oder bewirbt sich eher der Sohn selbst? Genau, das ist eigentlich ja, und wenn es jetzt nach dem Format ist, es ja eigentlich die Schwiegermutter, die sucht. Schwiegertochter gesucht, ja. Genau, die Schwiegertochter eigentlich gesucht, also ist es die Mutter, ja. Oder der könnte ja auch der Vater sein, ja, also der dann für seinen Sohn nur, ich finde halt, es ist grundsätzlich ein Armutszeugnis für die Söhne, die dann einen Elternteil brauchen. Also ist so, naja, also irgendwie habe ich einen komischen
hat das für mich einen komischen Beigeschmack. Also kommt übrigens am Sonntag wieder. Gut, ich werde mir das notieren. Als TV-Tipp das vielleicht. Anderen, genau, dass ich einen anderen Sender einschalte, ja. Ja, wahrscheinlich streame ich dann irgendwas. gut. Ich würde jetzt einfach mal vom Format her, ich sehe da nicht so ein USA-Format drin, ich würde das eher europäisch sehen. Ich könnte mir vorstellen, dass die Engländer auch so eine Idee haben, aber ich, Niederlande, da würde ich mal, ja, ich sage einfach, ich sage jetzt mal England. England? Ich sage England. Finito? Ja. Gut. Also, die Sendung lief auf dem TV-Sender NET2 in den Niederlanden. Scheiße. Nein! Sorry. Ja, doch, in den Niederlanden. Ja. Oh, die erste Vermutung. Schade. Ja. Ja, mit Europäisch war schon mal ganz gut und dann habe ich gedacht, es geht in die richtige Richtung und dann nach England. Mal sehen. Leider nicht. So. Fragezeichen, wir haben noch 1, 2, 3, 4, 5 Kategorien. Okay. Da geht noch was. Ja, da geht noch was. Weltweit. Ja. Frage 2. Im Westen Südafrikas bewohnen rund 4000 Menschen die Stadt Wuppertal, Bochum, Aachen oder Bergisch Gladbach. Okay, im Westen Südafrikas. Das ist ja jetzt ein bisschen. Es ist auf jeden Fall. Ich war schon mal in Heidelberg in Südafrika. Nicht das schlecht. Weiß ich. Ja, die haben viele deutsche Namen. Also, aber Heidelberg weiß ich. Da gibt es ein schönes Denkmal, so Ortseingang, am Ortseingang ein schönes Ding mit großer Schrift Heidelberg und habe ich auch fotografiert. Heidelberg wüsste ich jetzt. Okay, Bergisch Gladbach schließe ich einfach aus, das ist zu spezifisch. Bochum ist auch eine sehr komische Schreibweise. Ich sage Wuppertal, auch aus dem einfachen Grund, weil die Benennung wohl so um die 100 Jahre alt ist und damals hat man Tal auch noch mit H geschrieben, das ist eine ganz logische Geschichte und alles andere, also Bochum klingt mit H klingt zu gekünstelt, Aachen könnte natürlich auch sein, aber ich würde einfach mal sagen, es gibt noch ein Wuppertal. Wurde 1830 gegründet und das war Wuppertal. So sieht's aus. Damals von deutschen Missionaren gegründet. Ja, das, ja. Ich denke, das war bei Heidelberg dann auch so ähnlich. Das könnte dann, ja. Ja. Eins. Schon wieder, dieses Feld. Diesmal geht's zur Musik. Okay. So, zweite Frage. Welche dieser Mega-Hits wurden in Deutschland im gleichen Jahr Nummer 1-Hit? War das A, ein bisschen Frieden und Skandal im Sperrbezirk? B, YMCA und Super Trooper? C, das Lied der Schlümpfe und Jenseits von Eden? Oder D, Santa Maria und Life is Life? Okay. Ich bin ja schon mal froh, dass ich von denen alle schon mal gehört habe. Ich habe extra solche genommen, weil ich glaube, wenn das irgendwie dann solche Allgemeinnamen wären, wäre es ein bisschen. Ja. Gut, das war jetzt. Bisschen Frieden, ja klar, das war dieser Grand Prix Song. YMCA, ich versuche das jetzt irgendwie mal so mit meiner Jugend und Schulzeit in Verbindung zu bringen und wo man dann was. War das so dein Musikgeschmack damals alles? Ja, das sind ja sehr unterschiedliche Geschmäcker. Ja, also genau. Das, nee, eigentlich, nee, das, also gehört hat man sowas ja und dann sind so bestimmte Dinge, die man eher hört. Also ich sag mal, Skandal im Sperrbezirk oder Super Trooper oder sowas, hätte mir jetzt eher zugesagt als das Lied der Schlümpfe. Und das Lied der Schlümpfe, das hat man natürlich auch bis zum geht nicht mehr gehört, auf irgendwelchen Jahrmärkten und so. Das ist furchtbar nervig nach einer gewissen Zeit. klingt ja nur wie Sänger auf Helium, ne, die ganze Zeit. Das ist der einfach, gute Vater Abraham. Klar, Vater Abraham, ja. Das ist eigentlich, mir hat es irgendwie schon deshalb wehgetan, weil ich die Schlümpfe immer mochte. Ich bin ja auch aufgewachsen so in der Zeit. Schlümpfe gab es ja schon seit den 50er Jahren und ich fand es immer einen sehr netten Comic eigentlich so und
Dann haben die Schlümpfe kaputt gemacht. Genau, die haben Schlümpfe irgendwie kaputt gemacht. Die Schlümpfe sind immer noch immer mehr kaputt gemacht worden, also auch durch diese Amerikanisierung der Schlümpfe in den letzten Jahren. Viele wissen ja gar nicht mehr, dass die Schlümpfe aus Belgien kommen. Die denken dann immer, ich mochte das schon nicht, dass dann irgendwie der bei uns hieß der ja noch der Grand Strumpf, der hieß bei uns noch Oberschlumpf und da ist inzwischen dann Papaschlumpf geworden, weil durch diese Amerikanisierung der Namen, die dann wieder ins Deutsche zurück übersetzt wurden und der Dings auch der zum Beispiel der Brillenschlumpf, ne, da haben sie dann irgendwie Schlaubi draus gemacht oder sowas, da war Strumpf à Lunette. Also ich fand es halt immer schöner im Original und in den ersten deutschen Fassungen als dem, was da, naja, egal. Also, na, ist doch super, ich freue mich, dass ich ja auch noch ein bisschen was mitnehmen kann. Warum nicht? Schlümpfe, da könnte ich lange zu referieren, ja. Kommen wir zurück zur Frage. Ich muss da trotzdem ziemlich raten, weil ich kriege da keine Jahre. Denke mal, die sind alle nicht sehr weit auseinander von den Jahreszahlen. Also große Lücken klaffen da nicht. Und da die auch immer noch länger gespielt wurden, als sie eigentlich in den Charts waren. Oh ja, das ist ja leider heute noch so. Ja, genau, da muss ich irgendwie. Ja, es kommt natürlich an, leider oder nicht. Also die man mag, die hört man auch gerne länger. Und dann bin ich immer wieder froh, wenn die kommen. Und dann andere denken. Bei mir ist es meistens so, ich mag sie und dann werden sie so auf dem Radio gespielt, dann mag ich sie nicht mehr. Das passiert mir auch bei manchen. Ja. Also das kommt dann auch. Ja. Ich sage nur Despacito oder sowas. Ist so einer, ja. Ja, das ist halt beim Radio, die spielen halt immer das, was gerade. Ja, was die Leute hören wollen und dann wird's auch. Ich mag es also nicht, wenn ich höre gar nicht so viel Radio. Ja. Ich höre Radio morgens, wenn ich aufstehe im Bad oder so, dann höre ich es im Radio, im Auto höre ich Radio und so. Und wenn ich dann dreimal am Tag, obwohl ich so wenig höre, dreimal am Tag das Gleiche gehört habe und auch noch auf dem gleichen Sender, dann denke ich immer, es gibt doch genug Auswahl. Ne? Es müssten auch ein paar andere Sachen kommen. Naja. Ist ein Frieden. Skandal im Sperrbezirk. Das ist, glaube ich, nicht. Ich rate einfach, ich sage 10. Die Schlümpfe, die unbeliebten Schlümpfe. Und jenseits von Eden, Nino D'Angelo. Genau. Es geht um das Jahr 1982. Okay. Und 1982 war das Jahr von Nicole ein bisschen Frieden. Ja, ja, okay. Und ja. Skandal ins Bergisch. Das war im gleichen Jahr, okay. Skandal ins Bergisch. Schade. Ja. So, dann haben wir noch 3 Kategorien. Okay. Politik, weltweit und das Allgemeinwissen. Jo. Dann schauen wir mal, wo unsere Reise jetzt hingeht. Ja. Jedenfalls schon mal nicht auf Schwarz. Ja. Sondern zu Macht und Recht. Okay. Frage 2. Welcher dieser Gesetzestextnamen ist frei erfunden und existiert nicht unter diesem Namen? Das Bewertungsgesetz, das Raumordnungsgesetz, das Wechselgesetz oder das Förderungsgesetz? Aha, okay. Also Raumordnungsgesetz gibt es bestimmt. Also Wechsel könnte ja irgendwie mit Geld zu tun haben. Und Förderungsgesetz, es gibt natürlich ein Bundesausbildungsförderungsgesetz und so. Ob es jetzt ein Förderungsgesetz allein, die Frage ist halt immer, was würde ein Förderungsgesetz ohne Zusatz bedeuten? Weil ein Förderungsgesetz muss ja irgendetwas fördern. Die Frage ist jetzt, ich weiß jetzt nicht, ob damit gemeint ist, dass also wäre das Bundesausbildungsförderungsgesetz, würde das unter die Kategorie Förderungsgesetz fallen, dann gibt es natürlich. Und ein Förderungsgesetz allein kann ich mir nicht vorstellen, weil nur für Förderung wäre. Also in dem Fall wäre das Förderungsgesetz alleine. Alleine. Das wäre allein, okay. Das wäre Förderungsgesetz. Das sind mir alle zu kurz, weil ich irgendwie ich denke immer, deutsche Gesetze haben immer Namen. Ja, da gibt es ein Bewertungsgesetz des dritten Buches, Absatz irgendwas. Kann ja, und dann sind die Namen sind erstmal elend lang und dann werden sie irgendwie akronymisiert, dass da nur noch 4-5 Buchstaben übrig bleiben. Und dann kann
kann man gut beim Scrabble einsetzen. Oh, ja. Scrabble, deutsche Sprache und ja. Ab geht's. Also ich kann mir ehrlich gesagt am wenigsten vorstellen, unter diesen ganzen, unter einem Bewertungsgesetz. Kann ich mir nichts drunter vorstellen. Deshalb würde ich mal sagen, Bewertungsgesetz kommt mir spanisch vor, nicht deutsch vor. Ich würde sagen, arm. Gut. Das Bewertungsgesetz, das gibt's. Das regelt die steuerliche Bewertung von Vermögensgegenständen. Oh, oh. Und okay. Es gibt tatsächlich leider nicht das Förderungsgesetz. Ah, okay, das Förderungsgesetz allein, ja. War schon meine Skepsis. Es ist immer so, irgendwie deine erste Vermutung ist meistens richtig. Ich sollte lieber bei der ersten Vermutung bleiben. Wenn ich jetzt irgendwie schnell irgendwelche Knöpfe drücken müsste, dann wäre ich wahrscheinlich immer richtig gewesen. Und unter dem, wenn ich genug Zeit habe, nachzudenken, dann komme ich auf die falschen Lösungen. Ich weiß nicht, also irgendwie. Gut, probieren wir es mal mit der nächsten. Zwei haben wir noch. Ja. Sechs. Jetzt spielen wir erstmal das schwarze Feld. Oh Gott. Mal wieder. Hm. Dritte Frage. Ja. Welches Land war denn das erste mit gesetzlich geregelter allgemeiner Schulpflicht? War das Norwegen, Weißrussland, Serbien oder Liechtenstein? Eieiei. Das ist jetzt. Eieiei. Also. Die Frage ist ja, wie alt ist die allgemeine Schulpflicht und welches dieser Länder war selbstständig zu dieser Zeit? Okay, jetzt komme ich wieder. Wahrscheinlich sage ich jetzt meine erste der erste Gedanke geht immer so in Richtung Skandinavien, dass die in solchen Dingen sehr fortschrittlich sind oder sehr weit voran sind. Aber wir reden jetzt über eine Zeit, ich denke mal allgemeine Schulpflicht, die wurde bestimmt im ersten Land, wo immer das war, im 19. Jahrhundert eingeführt, also nicht allzu spät. Hätte ich auch gesagt. Ja. Das Problem ist, also ich habe auch auf verschiedensten Quellen geguckt bei der Recherche zu der Frage. Mhm. Ich habe nur gelesen, da und da war das, ja. Aber ich habe nie das Datum gefunden. Oder beziehungsweise den Jahreszeit. Ja, ja. Das macht das natürlich auch schwierig wegen der, aber ich würde sagen, grundsätzlich, also es ist auch so, dass trotzdem Norwegen eben vor 100 Jahren oder so waren diese skandinavischen Länder noch unglaublich ländlich, bäuerlich. Also da kann es durchaus sein, dass da, das glaubt man heute gar nicht, wenn man sieht, wie fortgeschritten diese Länder sind, aber das, wie rückständig die noch vor 100 Jahren waren. Und aus dem Grunde glaube ich, dass man da einfach, dass das gar nicht praktikabel war, dass es da viel zu viel einzelne Gehöfte auf dem Land gab, dass man das gar nicht machen konnte. Mhm. Und dann Serbien, hat zu Österreich-Ungarn gehört, war, je nachdem, wenn man die Zeit so anpeilt, Weißrussland selbstständig zu der Zeit. Liechtenstein ist natürlich schon lange selbstständig. Liechtenstein könnte sowas sicherlich auch ganz leicht eingeführt haben. Da wird es ja nur eine begrenzte Zahl von Schülern gegeben haben. Ne? Die kann wahrscheinlich alle Schüler in Liechtenstein konnte man in einer Liste aufführen und sagen, okay, jetzt ihr sogar geht noch. Jetzt alle in die Schule, fertig. Ja, alle, die haben, also das ist natürlich sehr, sehr übersichtlich, aber... Ich bleibe dabei, dass ich das irgendwie im 19. Jahrhundert vermute. Okay. Aber man weiß. Vielleicht finden wir es im Nachhinein dann irgendwann noch. Irgendwann mal raus, irgendwo. Vielleicht schreibt es uns irgendjemand da in die Kommentare. Der es miterlebt hat. Oh Gott, das ist. Weißrussland. Ich weiß nicht, ob Weißrussland war denn Weißrussland. Von wann bis wann war Weißrussland ein selbstständiger Staat? Außer jetzt natürlich. Ich weiß ja auch, dass die hatten ja auch eine separate UN-Mitgliedschaft gehabt, schon als es die Sowjetunion noch gab. Aber das war ja nur so ein Trick, um jetzt irgendwie eine Stimme mehr zu bekommen. Da hatte die Ukraine und
Weißrussland. Die hatten separate UN-Mitgliedschaften zusätzlich zur Sowjetunion. Das sagt aber auch nichts über diese Zeit. Serbien, wirklich auch eher so ein Liechtenstein. Ich tendiere einfach so, weil ich denke, man muss ja einen gewissen Organisationsgrad haben in dem Land und auch eine gewisse eine Möglichkeit haben, das bürokratisch alles zu erfassen. Und bei Serbien denke ich mal, die eigentlich zu Österreich-Ungarn gehört haben, dann wäre nicht unbedingt Serbien der erste Teil gewesen, der das eingeführt hat. Weißrussland, auch ein riesengroßes Land. Jetzt gehe ich einfach mal auf Liechtenstein. Okay. Ich kann jetzt leider mit Klugscheißer-Fakten dienen. Es ist aber tatsächlich Liechtenstein. Ist richtig. Tatsache. Ja. Abgeleitet. Ja. Sehr gut. Ja. Wunderbar. 5. Wahnsinn. So, jetzt nicht nochmal schwarzes Feld. Wir springen zu einer Kategorie. Mhm. Und die heißt... Technik. Okay. Und wir sind in der zweiten Frage. Wer 2018 dabei war, war einer der letzten Besucher der weltweit bekannten Technikmesse IFA, CeBIT, CES oder MWC? Das war die CeBIT in Hannover. Die gibt's. Richtig. So. Jetzt mal was Einfaches zwischendurch, so zur Auflockerung ein bisschen. Ja, Gott sei Dank. Aber wir sind wieder auf schwarzem Feld. Oh nein, das gibt's doch nicht. Eieiei. Frage Nummer 4. Ich denke, vielleicht könnte das auch ganz schnell gehen. Wie viele Prager Fensterstürze gab es denn in der Geschichte bisher? 1, 2, 3 oder 4? Ich kenne nur 2. 2. Das nehmen wir auch schon? Ja, weil das ist, der berühmte ist der zweite Prager Fensterschutz gewesen. Mhm. Ja, davor gab es schon mal einen, würde ich sagen. 1419? Ja. 1618? 18, genau, Beginn des 30-jährigen Krieges. Und 1948? Da gab es noch einen. Mist. Ich hab gesagt... Na, das ging jetzt aber schnell. Ja, nee, ich war mir sicher, dass es 2 war. Ich wusste nicht, dass es 1948 auch noch einen gab. Hat dann jemand... Okay. Das kann eine Mode gewesen sein. Schade. Naja. Eine Modeerscheinung. Ja, ich weiß von keinem anderen, keiner anderen Stadt oder keinem anderen Land, wo das irgendwie, wo man mehr als einen Fenstersturz hat und Prag hat gleich 3. Also. Nee, das hatte ich. Wahnsinn. Ich hätte sogar, also ich mit meinem beschränkten Geschichtswissen hätte nur einen gewusst, also ich wäre da noch schlechter gewesen. Ja, das war mal hängen geblieben bei mir, weil man immer von dem Prager Fenstersturz redet, der den 30-jährigen Krieg begonnen hat. Genau, und der Prager Fenstersturz, und als ich irgendwann mal gelesen habe, beziehungsweise es kam eine Doku auf Arte, da hieß es dann irgendwie der zweite Prager Fenstersturz. Und da dachte ich, was ist denn das? Gab es dann noch einen? Und dann habe ich erst herausbekommen, dass dieser berühmte der zweite war. Und naja, gut. Und dann dachte ich, okay, gut. Dann deshalb habe ich mir gemerkt, es gab schon mal einen. Aber dass es dann jetzt nach dem Zweiten Weltkrieg noch mal einen gab, es war, naja. Gut, aber hätte ich Pech gehabt. So. Falsch geraten. Das wäre es dann gewesen. Das war schade, leider, Runde. Vielleicht die eine Kategorie hätte ich vielleicht noch irgendwie geschafft. Ich wollte es gerade sagen, ich hätte dir noch eine auf jeden Fall zugetraut. Ja. Mindestens. Aber es hat nicht sollen sein. Wir haben viele Fragen gespielt. Ja. Ja, vielleicht kommt ja irgendwann mal gefragt, gejagt die Frage mit den 3 Fensterstürzen und wenn ich das... Und dann, dann denkst du an mich zurück. Genau, auf jeden Fall. Werde ich machen. Dann hat das auch schon geholfen. Ja. Dann sage ich vielen Dank, dass gerne. Hat Spaß gemacht. Die Zeit dir genommen hast. Ja, gerne. Dankeschön. Bitte, bitte. Alles. Viel Erfolg noch bei den weiteren Aufzeichnungen. Von Gefragt Jagd natürlich. Klar, danke. Und wir sehen uns wieder bei Folge 46 in 4 Wochen. Bis dahin, mach's gut. Tschüss.